Sehr geehrtes Präsidium, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, liebe Mecklenburger und Vorpommern, dass wir die Mobilität im ländlichen Raum erhalten müssen, um auch dort Lebensverhältnisse zu schaffen, unter denen sich die Bevölkerung wohlfühlt, das ist natürlich richtig, aber es ist auch nicht neu. Lassen Sie uns also ruhig heute wiederholt hier im Landtag feststellen, dass, und ich zitiere aus dem Antrag, Mobilität eine entscheidende Voraussetzung für den heutigen und künftigen Wohlstand unserer Gesellschaft ist, Zitat Ende. Ebenso ist der Ausbau der Mobilität von entscheidender Bedeutung, damit die Regionen nicht aussterben, sondern neue Bewohner angelockt werden, um sich, die gerne kommen, die sich niederlassen und die vor allem auch bleiben möchten. Dass das Thema einmal im Halbjahr von der Koalition auf die Tagesordnung gesetzt wird, zuletzt haben wir im Februar darüber gesprochen, zeigt die große Herausforderung, die dahinter steckt. Dabei sollte uns allen bewusst sein, dass es das eine Angebot, das alle heutigen und zukünftigen Herausforderungen für die Mobilität im ländlichen Raum flächendeckend löst, wohl nicht geben wird. Lokal angepasste Lösungen und für die jeweilige Region geeignete Angebote, die darüber hinaus gut vernetzt sind und aufeinander abgestimmt sind, darin liegt die große Chance für den ländlichen Raum. Außerdem ist eine gute Kommunikation erforderlich, um das vielfältige Spektrum an Lösungen unter einen Hut zu bekommen und auch publik zu machen. Was nützen gute Ansätze, wenn niemand davon weiß und nicht darüber gesprochen wird? Nur so können auch gute Beispiele übertragen und für andere Regionen weiterentwickelt werden, ganz im Sinne der Nachhaltigkeit. Ein Satz noch zum Rufbus. Der Rufbus darf nicht in Konkurrenz zu Bahnlinien treten oder darf auch kein Ersatz dafür sein, dass Bahnlinien geschlossen werden. Es kann kein Ersatz dafür sein, wenn ein Rufbus fährt, jemand aber sein Fahrrad oder mitnehmen möchte oder auch Fahrradtouristen diese Strecken nutzen möchten. Das kann im ländlichen Raum natürlich vereinzelt helfen, kann aber keine Konkurrenz zur Bahn sein. Liebe Landesregierung, Sie können unseretwegen gerne einen Bericht über bestehende Projekte im Bereich des ÖPNV zur Verbesserung der Mobilität im ländlichen Raum zusammenstellen und bewerten, vor allem hinsichtlich ihrer Übertragbarkeit und Skalierbarkeit auf andere Regionen des Landes. Es ist darüber hinaus ebenfalls gut zu wissen, welche finanziellen und technischen Rahmenbedingungen und welche Infrastruktur notwendig ist, erfolgreiche Projekte auf andere Teile unseres Bundeslandes auszuweiten. Wir werden uns voraussichtlich im Ausschuss im ersten Quartal des kommenden Jahres über die Ergebnisse zum Prüfantrag aus dem Antrag des Februarplenums berichten lassen und dann nachfolgend im zweiten Halbjahr 2019 kommen dann die Berichte zu den Ergebnissen des heute vorliegenden Antrags. Das Thema begleitet uns also das ganze Jahr 2019 hindurch. Wir halten das durchaus für richtig und werden dem Antrag deshalb auch zustimmen. Es bleibt aber zu hoffen, dass sich Ihre zukünftigen Lösungen für die Probleme des ländlichen Raums nicht nur auf den ÖPNV beziehen. Hier sind Konzepte mit ganzheitlichem Ansatz gefragt, die ebenfalls gewerbliche Ansiedlung und damit verbundene Schaffung von Arbeitsplätzen berücksichtigen und Lösungen in Bezug auf moderne Infrastruktur, insbesondere in den Bereichen Digitalisierung, Bildung, Kinderbetreuung, ärztliche Versorgung, Straßenverkehr, Einkaufsmöglichkeiten und auch Banken aufzeigen. Denn im ländlichen Raum bedarf es durchaus mehr als eines funktionierenden öffentlichen Personennahverkehrs. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.